Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es mal wieder ein Tabak-Review. Hukain hat eine neue Sorte rausgebracht und die wollen wir heute auch direkt einmal testen. Asphalt Manta heißt das Ganze, soll an Fanta Exotic erinnern und wir gucken heute mal, ob er das auch tut, ob er mir schmeckt und wie er so ist. Ja Leute, wie gesagt, heute das Review zum Asphalt Manta von Hukain. Wie immer springen wir aber erstmal in den Kopfbau und gucken uns an, wie ich das Ganze im Hukajohn 80 Feet 80 mit Apple on Top gebaut habe. So Leute, wir kommen mal zum Kopfbau vom Asphalt Manta. Das Ganze wird gebaut im Hukajohn 80 Feet 80 mit Apple on Top und einer Lage Somo Alufolie. Wir gucken uns aber als erstes mal den Tabak an. Ich mache mal die Dose auf und dann schauen wir mal rein. Wir sehen schon recht gewohnter Hukain-Schnitt. Feuchtigkeit geht auf jeden Fall klar. Ist fast ein Ticken zu feucht. Und was ich ganz interessant finde, man sieht immer mal wieder diese dunklen Tabakstücke hier drin. Das ist nämlich nicht der normale Hukain-Tabak, sondern das ist der Burley Blend von Hukain. Finde ich eine interessante Entscheidung, dass sie den hier genommen haben. Der ist meistens ein bisschen fester. Ich würde euch empfehlen, den noch ein bisschen zuzuschneiden. Aber dann geht das Ganze auf jeden Fall klar. So, ich wie gesagt heute im 80 Feet 80. Ich nehme da immer hier das Ding und verstopfe damit einmal das Hauptfunnelloch und nehme dann einfach hier den Tabak und gucke, dass ich den dann hier einfach so ein bisschen locker fluffig reinschwenke und einfach reinfallen lasse. Und das dann einmal rundherum mache. Erst baue ich das Ganze ein bisschen über die Höhe vom Funnelloch und rücke das dann aber gleich noch zurecht, bevor die Alufolie drüber kommt. Jetzt machen wir das alles hier noch ein bisschen schön und zurecht. Ich versuche es möglichst fluffig zu lassen, aber es muss halt doch irgendwie alles da in den Kopf rein, ne? Das wird schon noch ein bisschen angedrückt, aber ich versuche es eben nicht zu übertreiben, sondern nur, dass das halt gerade unter dem äußeren Rand vom Kopf ist. So, dann jetzt haben wir das Ganze schön verteilt. So sieht das Ganze aus. Ja. Und dann schnappen wir uns hier mal eine Somo Alufolie. Übrigens das Papier, das hier mit... Oh, scheiße, jetzt habe ich den Kopf dafür reingestellt. Das Papier, das hier immer mit dabei ist, benutze ich oft einfach hier, um gerade das Stäbchen wieder sauber zu bekommen, weil ich den ja dann gleich noch zum Lochen benutze. So, wir schnappen uns eine Lage von der Somo Alufolie, bringen alles andere in Sicherheit. Und spann die dann einmal schön hier drüber. Bevor wir das jetzt noch besser spannen bzw. komplett festspannen, machen wir hier unsere Löcher rein. Leute, denkt dran, Löcher, es gibt viele Weisheiten. Ich sage immer, weder zu klein noch mega riesige Löcher, einfach so mittelgroße. Aber ja, ich habe jetzt noch nie erlebt, dass ein Kopf von mir unrauchbar war, weil ich jetzt aus Versehen zu große Löcher hatte. Hauptsache, ihr habt genug Löcher. So. Und das ist jetzt auch nicht die schönste Lochung der Welt, so, aber es funktioniert halt. Ne? Und das ist das Wichtige. So, nachdem wir gelocht haben, spannen wir einmal schön nach. Übrigens, ganz wichtiger Punkt, viele schreiben oft, mein Kopf hat richtig beschissenen Durchzug, so, was ist da los? Könnte halt sein, wenn ihr Haushaltsalu nehmt, die lässt sich nicht so geil spannen wie Panzeralu, dass dann hier in der Mitte eben die Alufolie an das Funnelloch angezogen wird und dann ist natürlich Ende Gelände. Mit Durchzug. So, da noch den Apple on top drauf und dann sind wir ready. Ja, Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr eben im Kopfbau gesehen. Leute, manchen ist er zu grob. Bei meiner Dose, ich finde es geht, hat sich auf jeden Fall relativ entspannt im 80 Feet hier bauen lassen. Wenn euch Tabak zu grob ist, Leute, gar kein Problem. Schere schnappen, ein bisschen nachschneiden. Zu grob ist nie ein Problem, das kann man nachschneiden. Das Einzige, was wirklich ein Problem ist, ist, wenn Tabak zu fein ist. Das könnt ihr nämlich nicht wieder rausholen. Aber für mich ging der Schnitt so auf jeden Fall klar. Kopf hat sich entspannt bauen lassen. Es sind ein paar Äste drin, aber es geht. Was ich aber sehr, sehr interessant beim Kopfbau fand, beziehungsweise generell, wenn man sich den Schnitt und so mal anguckt von dem Tabak, da merkt man relativ schnell, da sind einige schwarze Tabakblättchen dazwischen, die doch stark an Burley erinnern. Es steht jetzt nicht drauf, dass es dieser typische Hukain-Burley-Blend sein soll. Ich würde aber auf jeden Fall mal unterstellen, dass es der ist, weil man sieht definitiv schwarze Tabakfetzen mit drinne.
Ist aber gar kein Problem, Leute. Für die, die jetzt Angst haben, dass der Tabak vielleicht zu stark sein könnte, die Hukain Burley Blend Sorten haben relativ wenig Burley. Es gibt so eine leicht würzige Note mit bei, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht krass stark. Man kann in den ganz normalen, gewohnten Setups rauchen. Alles absolut kein Thema. Ihr kriegt da nicht Nikotinschock des Grauens oder so. Ja, aber Schnitt und Feuchtigkeit, mir gefällt es gut, hat sich entspannt bauen lassen. Es ist vielleicht einen kleinen Ticken zu feucht, aber es geht noch. Es ist nicht so schlimm wie manche andere Sorten von Hukain. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, man kann sich dann auch sicher sein, der Tabak hat 100% von der Molasse aufgenommen, die er eben so aufnehmen kann. Wie immer bei den Tabak-Reviews kommen wir als erstes mal zum Geruch. Achso, Preis habe ich noch gar nicht erwähnt. 16,90 €. Ganz normal, ne? Wir kommen als erstes mal zum Geruch und wollen mal rausfinden, riecht das Ganze auch nach Fanta Exotic, was das Ganze ja sein soll. Also ihr habt auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Orangennote mit am Start. Für mich irgendwie sogar so ein Hauch Blutorange. Ich weiß jetzt nicht, ob Blutorange ein Bestandteil von Fanta Exotic ist, aber... Er kommt auf jeden Fall schon ganz gut ran. Also natürlich nicht 1:1, ne? Immer relativ schwer, sowas dann bei einem Tabak nachzustellen, von einem Getränk übernommen. Aber er riecht auf jeden Fall gut und er geht auch schon definitiv in die Richtung. Mehr auf jeden Fall, als ich das angenommen hätte. Wir ziehen ein paar Mal, gucken uns die Rauchentwicklung an und dann kommen wir zum finalen und wichtigsten Punkt, dem Geschmack. Ich hatte sogar gerade vielleicht einen Ticken zu viel Hitze. Ich nehme mal hier die Kappe wieder ab. Schmeiße sie gerade in mein Kohlekörbchen. Ihr seht schon, Rauchentwicklung brutal. Wie gesagt, hat auch gerade einen Ticken zu viel Hitze. Normal ist ein kleines bisschen weniger, wenn man ihn auf einem guten Hitzelevel hält. Aber Rauchentwicklung und Rauchverhalten generell auf jeden Fall top. Es drückt nicht, es kratzt nicht, lässt sich wunderbar rauchen. Rauchentwicklung ist auch gut, wie man das halt von Hukain gewohnt ist. Ne? Der Tabak ist ordentlich feucht, gibt man dem ein bisschen Hitze, dann kommen da halt bei einem guten Kopfbau auch ordentliche Wolken raus. Ja, also sehr, sehr angenehm und auf jeden Fall gute Rauchentwicklung. Aber Leute, welcher Tabak, der im Moment auf dem deutschen Markt so am Start ist, hat denn keine gute Rauchentwicklung bei einem guten Kopfbau? Das muss man einfach mittlerweile schon als Standard eigentlich ansehen, aber ist auf jeden Fall erfüllt das Muss, ja, so kann man das sagen. Raucht gut und raucht sich auch sehr gut. Vor dem wichtigsten Punkt noch kurz zu meinem Setup. Ich rauche gerade die Matta Leon Mani mit dem Carbon-Mundstück, dem 80 Feet. Habt ihr ja schon im Kopfbau gesehen mit Apple on top. Gerade zwei Kohlen. Vorher hatte ich noch hier die Kappe vom Apple on top oben drauf. Läuft auf jeden Fall sehr gut in dem Setup. Ich habe ihn auch schon in der Harmony Bowl auf Vollkontakt geraucht. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Da auf jeden Fall auch keinerlei Beschwerden. Der Geschmack, Leute. Ich nehme nochmal einen Zug, damit ich mir das nochmal ein bisschen verinnerlichen kann hier. Der Geschmack ist auf jeden Fall ein wenig weniger intensiv, als das beim Geruch eben noch der Fall war. Der Geruch kam ja schon wirklich relativ nah an eine Fanta Exotic ran. Der Geschmack nicht ganz so krass, er schmeckt trotzdem sehr, sehr gut. Er schmeckt auch nach so einer Art Fanta Exotic, allerdings ein bisschen weniger intensiv, als ich mir das vielleicht wünschen würde. Er hat keine Minze und Mentholnote mit am Start. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er so auch noch nach dem 20. Mai jetzt verkauft werden darf. Dann kommt ja das Minze- und Mentholverbot. Da sind auch noch einige andere Inhaltsstoffe mit verboten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Hukain jetzt halt gesagt hat, okay, den Tabak machen wir schon komplett konform, damit wir da auch nach dem 20.05. eben auf der sicheren Seite sind. Ja, Geschmack ist gut, aber nicht herausragend. Ich würde mir definitiv irgendwann nochmal ein Döschen holen, wird jetzt aber kein All-Time-Favorite von mir. Wenn ich jetzt versuche, da irgendwelche Noten rauszuschmecken, sehr, sehr schwer. Ja, also eine Orangennote ist am Start, die an diese typische Fanta-Note erinnert. Aber was darüber hinausgeht, könnte ich jetzt gar nicht definieren. Ihr habt auf jeden Fall noch ein paar andere Noten mit dabei. Aber was das genau ist, kann ich gar nicht genau sagen. Ja, also es geht schon so Richtung Fanta Exotic Richtung.
Aber wer sich jetzt 1 zu 1 Fanta Exotic vorstellt, wird enttäuscht. Wer da relativ neutral dran geht und jetzt nicht eine 1 zu 1 Fanta Exotic Kopie erwartet, der wird, denke ich, nicht enttäuscht. Das ist ein guter Tabak, man kann ihn rauchen. Ich würde ihn mir nur noch einen Ticken intensiver wünschen, weiß aber gar nicht, ob das jetzt in die Richtung Fanta Exotic noch machbar ist. Weiß ich nicht. Würde ich mir noch mal ein Döschen holen? Wahrscheinlich. Schmeckt der gut? Yo, schmeckt der krass brutal nach Fanta Exotic und zwar ganz genau? Eher nicht so. Aber dennoch ein guter Tabak. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Leute, wenn ihr den schon probiert habt, gerne mal einen Kommentar unten in die Kommentarbox reinballern, wie ihr das Ganze fandet. Und ansonsten gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Review wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.